Zumindest ein bisschen. Warte, dann hau ich den Käse da auch mit rein. So. So weit, so gut. Katze, liebe Katze, ich habe hier Wasser für dich. Wasser, Wasser, Wasser für dich. Jut. Ich habe auch jede Menge Pilze hier gefunden in der Höhle da oben. Bist du immer noch ein Baby? Ja, du bist immer noch ein Baby. Werd mal erwachsen, Ziege. Was kostet das eigentlich, wenn ich 1095? Es liegt bestimmt an den Herzen. Mal gucken, ob sich das irgendwann verbessert, als ob ich mir das merken könnte, was das jetzt gekostet hat. Aber man weiß ja nie. So. Und natürlich neuen Käse machen. Halt die Backen. Ich glaube, die Mayonnaise bringt dir nicht auch Geld? Also viel? Ich weiß es gerade gar nicht. So, ihr süßen Hühner und Enten. So. Gut, in der Pilzhöhle waren wir. Dann kümmere. Ach, die Axt habe ich abgegeben. Ich kann jetzt also auch nichts Neues an Bäumen fällen. Okay, dann schauen wir doch mal, wie viel Glück ich habe. Einfach nur aus Interesse. Ah ja, ich kann die Geister flüstern hören. Die Geister sind heute sehr glücklich. Sie werden ihr Bestes geben, um jedem heute gutes Glück zu bescheren. Okay. Okay. Ich sehe gerade, ich mache überhaupt gar kein Gelee oder sowas. Das wollen wir doch gleich mal ändern. Dann gehe ich heute auch mal zum Strand runter, mal wieder die Reusen lernen. Hier auch schon wieder Ewigkeiten nicht gemacht. Und dann gehen mir auch langsam die Köder aus. Das heißt, ich brauche Käferfleisch. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kriege ich die sehr saftige Käfer gesucht. Hallo, ich suche einen großen Haufen Käferdärme. Je saftiger, desto besser. Zumindest scheinen die Krebse das zu mögen. 100 Stück sollten ausreichend sein. 7 Tage. Ich suche einen extrem seltenen und mächtigen Schleim, der als Ektoplasma bekannt ist. Es kann in den Überresten getöteter Geister gefunden werden. Boah, nee, das ist mir too much. Ich meine, ich will zwar nach Käfern suchen, aber ich glaube nicht, dass ich 100 zusammenkriege. Oh toll, meine Reusen sind verschwunden wegen dem Markt. Na gut. Was geht hier drüben ab?
Absolut nix. Nothing. Na gut, dann gehe ich in die ersten Ebenen der Mine, um zumindest Käfer für mich zu holen. Und vielleicht ein bisschen Zeug zu finden. Ja, das klingt nach einem Plan. Hallo, Abigail. Es ist einfach zu kalt, um viel rauszugehen. Aber es macht schon Spaß, eine Schneekreatur zu bauen. Kreatur. Jut. Na, vielleicht ist es eher schlau, wenn ich hier vielleicht mit dem Fahrstuhl, da muss ich nicht so viel ackern. Da sind nämlich direkt Käfer. Na. Komm her. Okay. Da geht's direkt weiter. Okay, das ist cool. Aber ich suche ja gerade nach Käfern. Und die, je tiefer ich vorrücke, desto seltener ist, glaube ich, die Chance, dass ich die krieg. Das heißt, ich gehe wieder raus, gehe wieder in die erste Ebene und hack mich da durch. Beziehungsweise zuerst gucke ich, ob ich vielleicht hier noch Glück mit einem Käfer. Was ist denn da los? Ah, genau, ein Amethyst, okay. Da ist direkt die nächste Leiter. Aber das meine ich. Hier sind nämlich schon wieder... Beziehungsweise, ich weiß es ja nicht. Ich sehe keine Käfer. Okay, was ist hier, wenn da jetzt kein Käfer zu sehen ist? Ne, ich bin wohl... Oh, die Kamera. Ich bin vielleicht auch einfach zu tief gegangen. Also wieder raus. Und wieder rein. Wie viel habe ich jetzt? Toll, ich habe nur ein Käferfleisch. Hm. Ah, der Nachtmarkt ist eröffnet.